Und es ist geil, also man kann, es ist wirklich spielbar. Das funktioniert. Ja, trinken. Danke. Prost. Check den Shop. Ah. So, jetzt habe ich aber nichts mehr zu trinken. So, dann wollen wir mal gucken hier mit den Sternen da, Gedöns. Was gibt's denn da alles? Ja, den Stuhl brauchen wir jetzt nicht. Flammen brauchen wir auch nicht. Das Backpack sieht ganz cool aus. Nehme ich mal mit für einen Fünfer. Tadam. Ja, ausrüsten. Ja, ging. Was ist das? Was macht das? Banner-Symbol. Interessiert mich nicht. Lackierung. Mutkon, aha. Musik. Achso, das erreiche. Ah, verstehe, okay. Aber Skins sind da grundsätzlich nicht dabei, ne? Schade. Was hat man denn für einen Standard-Skin, wenn man kein Elden Wake gespielt hat? Hoppala. Kam von Herzen. Der müsste ich doch haben, oder? Was ist denn Fortnite Crew? Als Teil der Fortnite Crew erhältst du den Battle Pass gratis. Jeden Monat erhältst du. Das kostet doch. Was ist das denn? Aha, monatlich. Okay. Und tschüss. Kann ich für 300 V-Bucks irgendwas kaufen? Nee, ne? Metallica. Eine No-Skin kannst du machen, wenn du auf deinem Spiel bei Skin das X auswählst. Oh. Da mal gucken. Ah. Wie sieht man dann aus? Ist man dann irgendein random Typ oder was? Oh. Okay. Versuch was wert. Dann nehmen wir doch wieder der Alan. Joa. Warum gelber Punkt, wenn hier kein gelber Punkt ist? Ah, macht er denn immer random irgendeinen? Ah, Icon. Oh, hier. Nehmen. Ah, Battle Royale. Was weiß ich. Viel zu kompliziert, das alles. Ja, okay. So random Skins. Kann ich den Gleiter vielleicht? Naja, ne? Warte. Oh, ach so, Metallica Skin ist das. Ja, sicher. Haha. Fucking Metallica. Nehme ich überall. Oder? Ja. Cool. And justice for all, sag ich dann nur. Cool. Speichern? Nee, oder? Achso, nee, man kann sich da wohl verschiedene Sets zusammenstellen. Autos. Was gibt's denn hier? Nix. Absolut nichts. Ja, Räder. Abfahrt! Mia!
Abfahrt. Michel entdeckt Fortnite. Achso, das war das alles hier. So wie Truck, haben wir natürlich auch nichts. Ja, eine Gitarre hätte ich ja gern, ne? Aber es gibt ja keine. Für mich. Schade. Vielleicht ist eine von meinen Gitarren dabei. Aber nee. Lego Kids. Baupläne. Okay. Ja, Lego, das ist ja, das interessiert mich ja schon, ne? Lego Fortnite. Also, ich will mal wissen, wie es aussieht. Ah ja. Das ist wieder die Standarddame in Lego-Format. Welt auswählen. Du bist aktuell kein Schlüsselbesitzer einer Welt. Aha. Lego ist wie ein Survival Game. Oh ja, mega. Gott. Ah, oh, hier, Survival. Halt, was ist cozy? Relax and enjoy your adventure with easier combat. Mhm. Ah. Okay, cozy. Aha. Um wilde Feinde. In dieser Einstellung auf Angestellte ist Streifen besonders schwierige. Ja, okay. Hunger aus, Temperatur aus, Ausdauer aus, respawnen. Aha. Was? Cool, die kann man behalten. Freundliche Kreaturen, ja klar. Schaden Verbündeter, Restore-Bewohner an, Energiesystem. Wenn diese Einstellung auf angestellt ist, erfordern angetriebene Spielsachen eine Energiequelle, um zu funktionieren. Komm, jetzt nicht. Jo. Gucken wir mal. Dass ich es auch mal gesehen habe, ne? Ich weiß noch gar nichts von Fortnite. Irgendjemand startet, will bauen, ich spring rein, los geht's. Weiß gar nicht, was da sonst noch so alles gibt. Meine, das Spiel ist von Epic gemacht worden, um Geld zu verdienen. Das ist ja sicherlich eine große Auswahl. Schauen wir mal. Sound weg. Ruckel, ruckel. Was ist hier denn los? Oh, in 2 Minuten 30 beginnt die Werbung. Aha. Okay, sieht ja cool aus. Naja, Festival kannst du nicht wirklich spielen wegen Streamer-Mode. Ja, stimmt. Stimmt, ich hätte Guitar Hero-Gitarren zum Anschließen, aber ja. Bringt ja nichts. Was ist das denn? Dorfzentrum. Oh, muss ich ein Dorf bauen? Ach nee, ne? Ist ja kein Abenteuer oder so. Starte mit dem Bauen. Kürbis. Bitte. Naja. Du kannst auch die Welt und Höhlen erkunden. Okay. Boah, die Spiegelungen sind aber geil, ne? Muss ich mal so zugeben.
ist da Raytracing. Schweine im Weltall. Töten. Streicheln. Ha! Hat einen Pilz gekackt. Ich probiere mal rum, Maverick, was da so alles gibt. Ich hab noch gar nichts gesehen von dem Spiel. Immer nur null bauen und so. Ah, können wir mal ein bisschen gucken, was hier los ist. Aber ich mag Lego an sich. Lego ist geil. Boah, ich dachte gerade, da wäre so ein Facehugger von Alien. Aber das ist falsch. Okay. Ah, Distanz habe ich zurückgelegt. Spinne? Boah, kämpfen. Ja, hier. Da. Kommt her, ihr Taugenichtse. Wolf. Jetzt kommt Action in die Sache. Lässt du die Kühe in Ruhe, Alter? Oh, der ist stark. Baurezept für einen Grill. Nia macht es sich gemütlich. Die spinnt doch, die Spinne. Jo, schön gemacht. Kann man nichts sagen. Oh, Aufträge. Sammle Holz. Hola, Marco, bist du da? Vom Rebellen-Captain, oh ja. Achso. Und? Zeigt mir jetzt, wo ich hin muss? Nee. Wäre ja auch zu schön gewesen. Ja, aber cool. Muss ich gestehen. Ich dachte, Fortnite wäre einfach Fortnite, aber da gibt es ja wohl noch ein bisschen mehr. Ich denke, Fortnite ist ein Survival-Game. Ja, ja. Aber den Survival-Part habe ich so weitestgehend ausgemacht. Wie gesagt, ich gucke hier nur mal ein bisschen, was es so alles gibt. Ja, wenn nicht. Kann man auch. Irgendwie, nee, ne? Ausweichen geht nicht. Bleibst du da, Bautzi? Feigling. Oh. Bam. In your face, motherfucker. Jo. Nice. Und was gibt's noch? Hier. Lobby. Schauen wir mal ein bisschen. Rocket Racing. Das ist so, Rocket Arena. Nicht Rocket Arena. Wie heißt das? Ihr wisst, was ich meine. Ja, komm, überspring das. Ja. Willkommen bei Rocket Racing. Okay. Tutorial. Zum Spielen. Gleich ranked. Jawollo. Schauen wir mal. Ah, ranked. Ja. Was? Ja, Rocket League. Das habe ich gemeint, ja. Hm.
gucken wir mal. Oh, es ist ein WASD fahren wahrscheinlich, ne? Oha. Das sieht aber eher aus wie eine Rennstrecke, oder? Nicht wie Fußball. Wow, das sieht cool aus. Hoffnungsvoll. Das Autorennen ist ja mein Genre. Mal gucken, wie es hier so ist. Hallo? Ja, so gebe ich Gas, okay. Oh. Okay. Muss man erstmal rauskriegen. Der Raketendrift, okay. Ja, cool. Beautiful. 800 km/h. Verstehe. Also Realismus wird mal wieder groß geschrieben. Ah, Turbo. Wow. Zweiter. Das ist ein Umschalt links. Okay. Das war ein Raketengriff, verstehe. Weg. Wow. Okay, das nehmen wir dann für die ganz scharfen Kurven. Ja, auch von der Musik her, ne? Ist so ein bisschen Forza Horizon. Wie Hospital Records Radio. Oh, aber zweiter. Für den ersten Versuch. Nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Kann man da noch so entdecken? Rough Tycoon, Phantom Investigation, Octo Game. Das sieht ja komisch aus. Go Goated. Was ist da? Alter, was? Ah, die Festivalbühne. Da werde ich nichts hören. Aquarium Tycoon? Warte. One on one. Boxkämpfe? Aha. Ja, da lass mich das Festival mal wenigstens angucken. Wenn ich schon nichts hören kann. Ja, ne? Ja, ich denke, 2-3 Versuche und dann würde ich da auch Erster werden, garantiert. Wenn ich jetzt schon Zweiter war und habe am Anfang so viel Mist gebaut. Kommt halt drauf an, wer noch mitfährt, ne? Aber, ja, ist ja so mein Genre. Bin noch tatsächlich am Überlegen, so im Laufe der Woche mal wieder Forza zu zocken am Simrig. Aber da muss ich mir Tag aussuchen, wo es nicht ganz so warm ist. Das ist ja eklig. Ah.
bräuchte ich direkt den Gitarrencontroller. Und das ist natürlich unnötig, wenn ich eh nichts höre. Ah ja, das ist sogar wie Guitar Hero. Ja, geil. Das mit dem Lenkrad. Ja, ich habe ja mehrere Lenkräder. Warte mal. Da hängt eine Guitar Hero Gitarre. Da hängt die vom neuen Guitar Hero. Ja, die anderen habe ich unten. Ja, aber jetzt hier werde ich sowieso nichts hören, denke ich mal. Machen wir einfach weiter. Dass ich es mal gesehen habe. Ist das Lars? Das ist Lars. Cool. Natürlich hört man gar nichts. Ja, aber cool. Telekaposter. Okay. Drei. Gitarre, ja. Schwierigkeitsgrad. Einfach, ja. Okay. Oh, nothing else matters. Komm, ich hole meine echte Gitarre und spiel's. Leider kriege ich aber auch Probleme. Ja, geil, ey. Das Lied wollten wir an der Abschlussfeier von der Schule 96 spielen. Hat dann leider nicht geklappt. Oh, so ein Mädchen, euch viel Spaß. Ja, danke schön, dir auch. Und schlaf gut. Oh? So, ich höre es minimal. Wie kann das denn sein? Oh nein, 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 Alter, da kriege ich Ärger. Raus hier. Kein Bock, die ganzen Stream, das ganze VOD zu löschen, wegen so einem Mist. So. Pal Tycoon. Popstar Tycoon. Ranked Civil Build, okay. Havoc Hotel. TikToker Tycoon. Alter. Alter, das gibt's doch gar nicht. So viel Zeugs. Horror. Der Rest sind meist Modi aus dem Kreativmodus. Ah, verstehe. Verstehe. Ich wollte mich gerade auch schon fragen, ob das Maps von irgendwelchen Leuten sind oder Spielmodi von irgendwelchen Leuten. Weil das ist ja schon ein bisschen viel, ne? Aber Community-Momentum, da macht schon Sinn. Oh, Bodycam. Da habe ich ein Video gesehen. Das sieht ja abartig gut aus, ne? Komme ich da rein? Geht das einfach so? Das sieht richtig krass aus. War mir gar nicht bewusst, dass da so viele Spiele sind. Sollte gehen, aber geil. Also ich habe auf YouTube habe ich ein Video gesehen. Das sah ja schon extrem realistisch aus, ne? Muss man jetzt mal so sagen. Ah. Hier jetzt nicht so unbedingt. Das ist einfach nur modmäßig verändert. Das ist nicht das Bodycam-Spiel.
ist doch jemand. Nein, das ne. Nicht das, was ich gemeint habe. Schade, schade. Schokolade. Ja. Hallo? Kommt hier wieder raus? Hallo? Kein Menü. Hallo? Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Also einen Frag muss ich machen. Oder wie das heutzutage heißt. Ein Kill. Oder auch nicht. Aber warum komme ich hier nicht mehr raus? Ah, hier. Okay. Das ist nicht das, was ich gemeint habe. Aber als Mod ganz cool. Hill heißt es heute, ja, okay. Ja, in den 90ern waren es noch Frags. Basketball, Tycoon? Na, Tycoon ist aber auch wieder blöd. Ja, aber wenn das alles nur so Abwandlungen von dem Fortnite sind, hat das jetzt auch nicht wirklich Sinn. Dinosaurier. Okay, da muss ich mal schauen. Ich mag Dinos. Endlich mal Lebewesen, die älter sind als ich. Züge. Ich habe letztes Jahr habe ich ein bisschen Railroad, nee, nicht Railroad Tycoon, Train Simulator ein bisschen gezockt. Das fand ich schon cool. Das entschleunigt so ein bisschen, so, macht schon Spaß. Aber das ist sowas ganz unmöglich streamen. Das ist viel zu langweilig zum Streamen. Aber so für mich alleine macht das schon Spaß. Oh, wie geil. Oh, hier. Was ist das? T-Rex. Ah. Cool. Wer ist denn die Pterathon? Moin. Also alle gegen Dinos? Habe ich das richtig verstanden? Bestimmt. Was sind wir denn da? Hehe. Was? Lass uns mal gucken. Nicht an die Wand pinkeln, Junge. Was macht ihr hier? Powerwashing Simulator, nee. Oh. Der, mit dem ich letztes Jahr ein bisschen zusammen gestreamt habe, der wollte mir das auch unbedingt aufzwingen, als es gerade in den Game Pass kam. Ich habe mal kurz reingeguckt, aber das war mir dann echt zu doof. Ja, eine Waffe wäre nice. Gibt es hier irgendwo Waffen oder muss ich die kaufen? Kann er wohl nicht. Scheint wie arg zu sein, einfach in Fortnite.
Ja, wahrscheinlich. Nur ohne den Survival-Kram. Okay, was soll ich da? Warum soll ich da hin? Ah. Polar Patroller, accept the quest. Defeat the dinosaurs. Live on the island. Jawollo. Aber du nicht mit dem Messer. Ah, guck mal hier. Ist eine Angel? Sind wir auf der Angel? Gib mir die Knarre. Die da. Und das will ich auch. Brauche ich gar nicht. Okay. So, nehme ich auch mal mit. Und hier auch. Boah, aber nicht. Hörst du auf mit der Angel? Ist ja das Rumlicht. Cool. So, können wir den T-Rex töten? Und kann ich nicht schießen? Jetzt kann ich schießen, okay. Hä? Ich dachte, wir sollen alle gegen die Dinos. Ne, dues Paddle. Ne, Survival ist mir zu doof. Also das Ark, als es rauskam, habe ich das ein paar Stunden gespielt. Aber das ist mir einfach... ich will spielen, weißt du? Und will nicht da... Oh, mir ist jetzt kalt, ich muss mir jetzt irgendwas looten, damit ich mir Klamotten bauen kann und so ein Scheiß. Nee, ich will einfach nur zocken. Einfach nur zocken. Wenn ich Survival haben will, dann lebe ich mein eigenes Leben. Das ist Survival genug.